Moin Moin meine Freunde und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr den Hintergrund auf euren Android-Gerät wechselt. Los geht es! Also zuerst gehen wir mal in die Einstellungen, dazu ziehen wir einfach runter. Und nicht wundern, dass das bei mir nicht anders aussieht, ich habe einen anderen Launcher raufgeladen. Also das ist eigentlich das ganz normale Android, was ich hier habe. Also zuerst runter, dann geht ihr in die Einstellungen. Nun sollte da Hintergrund und Teams sein. Wenn ihr es hier nicht findet, könnt ihr einfach oben bei der Suche eingeben. Jetzt seid ihr hier. Zuerst geht ihr auf alle Anzeigen. Und hier könnt ihr euch dann eigentlich einen Hintergrund aussuchen. Ich gehe mal auf Galerie. Und nehmen dann einen schwarzen am besten. Weil die schwarzen Hintergründe verbrauchen am wenigsten Akku. So, ich habe jetzt diesen aus meiner Galerie ausgesucht. Den habe ich nämlich mal vom Pixabay runtergeladen. Also ich gehe nochmal zurück, damit ihr das sehen könnt. Ich habe den ausgewählt. Dann gehe ich auf Start- und Sperrbildschirm oder nur Startbildschirm oder nur Sperrbildschirm. Wie ihr es auch immer haben wollt. Ich gehe auf Start- und Sperrbildschirm. Und dann kommt hier nochmal die Übersicht, wie es aussehen wird. Dann geht man unten auf als Hintergrund festlegen. Das ladet jetzt ein wenig. Und jetzt ist es der Hintergrund. Tja, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Drückt doch bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denn ich bin jetzt raus, jetzt ist es aus. Bis bald.